Der Hund kommt rüber. Der Hund kommt rüber? Schön, warum habe ich denn dann, naja, trotzdem, willkommen zurück. Ich komme zurück, ja. Wir haben Bailey gerade extra ein Hallo, bisschen. Schatz. Ein bisschen was vorbereitet, dass sie besser mit der Wärme klarkommt. Und jetzt, weil sie die ganze Zeit im Schlafzimmer war. Und jetzt ist sie raus aus dem Schlafzimmer und In die Küche gegangen. so. Okay. Wo bist du? Ich bin irgendwie in der Garage gelandet. Ja. Wie zum Teufel bist du in der Garage gelandet? Ich weiß es selber nicht so ganz. Wie ich es hierhin geschafft habe, aber ich bin hier und hier hängt irgendwo mein Speer in der Luft. Ach, hier ist eine Autobatterie. Meine Gesundheit ist niedrig. Oh, ich probiere dir zu helfen, aber ich weiß. Ach, da bist du. Aua. Oh, Security Safe Schlüssel. Von Gut, dass mir? ich hier drin gelandet bin. Ja, sehr nice. Da kommt noch Nein. mal Müll. Ja, der kann ja mal kommen. Da kommt da. Was? Da ist Das es war's schon mit um meinem ihn Müll. geschehen. Ja, sehr praktisch, ganz ehrlich. Hier haben wir noch eine Rohrzanke. Du wolltest hier ja noch irgendwas holen, ne? Da kommt noch ein Malmö. Ich weiß nicht, wollte ich mir irgendwas holen? Du wolltest doch, du meintest doch, hier gibt es eine Sicherung oder so. Ach so, ja, hier ist bei dem Pool, bei dem Stinkpool. Nächste Herausforderung abgeschlossen. Nice. Also ich hole mir jetzt erstmal den Security Safe. Falls Warte auf du mich! da dabei bist. Ah, hier können wir noch was gucken. Ach so, ach, gucke. Naja, gut, wenn es denn funktionieren würde. Wow, episch. Katze ist auch noch hier. Eine Machete. Eine Machete der Gewalt. Nimmer. Gewalt ist immer gut. Kann er da bitte rauskommen aus seinem Kopf? Oh, ist schon down. Was war Was? da? Wo kam der Malmö her? Was zur Hölle? Meine Güte. Wenn man so angeben muss. Okay, wa hast du dir die Machete geholt oder was da auch immer drin war bei dir? Ja, habe ich. Okay. So. Dann gucke ich mal eben on the map. Hier wieder dahin, wo wir hin müssen. Jetzt die So, und Frage, jetzt gehe ich wieder dahin, wo ich eben war und mich begrüßen wollte. Hey. Ah ja, guten Tag. Schön da Hi. oben. Oh nee, dann komme ich nicht hoch. Hallo. Ja, man hat eine gute Aussicht da oben. Das ist doch gut. So. Dann wollte ich mir noch mal den angucken.
Aber den Schlüssel haben wir wirklich nicht. Na gut. Hier draußen müssten wir gleich... Oh, Kotzi! Ja, das war Kotzi. Aber da ist irgendwo noch ein Screamo McNugget. Screamo McNugget. Aua, aua. Irgendwas verprügelt mich von hinten. Nee, 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 das geht so nicht. Nee, 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 nee. Die müssen alle weg. Denn sie sind nur Dreck. Und weg und weg und weg und du musst auch weg. Da ist der Screamo. Screamo McNugget, du musst hier einfach raus. Und dann gehst du nach Haus. Was machst du denn hier? Hallo. Ach, rumsterben. Oh, da brennt's. Ja, das hast du gerade angezündet. Upsi. So, das Medkit nehme ich mir noch mit. Überraschung. 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 Überraschungskopfspaltung. Ich wollte erstmal zu der Sicherung. Sicherung? Was für eine Sicherung? Ja, yeah, wir haben doch gerade darüber geredet, so, dass hier ja, noch die Sicherung ja, war. Ja. Nice. Hallo. Du bist, nee. Ach ja, stimmt, hier. Ich sag doch an dem Pool. Und da hatten wir dann schon keine mehr. Ja, ich erinnere mich. So, was haben wir hier? Tote. Wieso konnten wir da letztes Mal nicht rein? Oh. Weil hier die Tür noch zu war. Ich frag mich, warum sie jetzt nicht mehr zu ist. Weil Zombies ausgebrochen ein sind. Bowie-Messer. Batterie, verdammte Kacke. Ich hoffe, ein Jagdgewehr. Hast du da rausgekriegt? Ja. Hm. Klingt gar nicht mal schlecht. Ja, Inventar ist voll. Überraschung! Gut, dann nimm du ihn. Meiner. Mein Toter. Okay, dann esse ich mir noch was. Bargeld. Lecker. Das ist sich gut. Bargeld esse ich besonders gern. Ja, hier, Wasser. Ist irgendwo normales Wasser? Ja, brauchen wir oh, gar ja, nicht. Oh, ja, hier. Brauchen wir gar nicht. Wozu denn? Wir haben den Schlüssel nicht. Ah. Wir haben den Schlüssel trotzdem nicht. Ja, das ist jetzt doof. Komm, ich mal erstmal in die Sicherung rein. Schönen guten Tag. Ich nehme gerne einmal einen Pommes, bitte. Ah, die wollen keine Pommes. Oh, abgeben. Wie du den gespalten hast, der arme Typ. Tja, passiert. Der hat mich schlecht bedient. Leute, die mich schlecht bedienen, da passiert das dann. Streitkolben. Hm. Weiß nicht. Die sind voll gut, wirklich. Ich finde die jetzt auch nicht schlecht, aber es hätte halt trotzdem noch was Besseres sein können, weißt du? Ja, das stimmt. Okay. Wo gehst du hin? Ja, das weiß ich selber nicht. Ich war noch so ein bisschen am gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Kotzer übersehen haben, der eventuell den Schlüssel bringt, weißt du? Wir haben einen Kopflosen verpasst. Das sah auch sehr gut aus. Ja, hat sich auch schön in die Ecke gelegt. Du auch. Na gut, wirf die Mucke an. Dann werf ich mal. Ach, du musst mitwerfen. Oh, Entschuldigung. Hab den Energy geworfen. Zeige Balsal die besten Moves. Play my music. Ja, mach die Musik an.
Bei mir spielt keine Musik. Bei mir spielt auch keine Musik, aber die Zombies kommen, also fange ich mal an, Sachen zu tun. Oh! Level 16! Ihr wisst das zwar nicht, aber sie sind es. Warte, hier ist noch ein Plowdy drin. Geh mal weg da. Ja, genau der. Da ist keiner mehr drin. Das weißt du noch nicht, aber ist nicht. Oh Gott. So, tschüss. Gut, mein Freund. Der kriegt was im Rücken. Ich finde es so schön, dass die Musik nicht spielt. Das ist richtig episch. Das ist schon echt traurig. Das hätte so eine witzige Quest sein können. You're a lifesaver. Literally. I found their notes on Caustic X usage. Anything good? Caustic X works. More or less. But it shouldn't work as fast as they think it does. Up for some field work? Does it involve kicking zombie butt? Loving the attitude. Baller as hell, no cap. And yes, it does. I need you to use that solvent to kill zombies. You said they filled up the pool, and I'll observe from the top floor. Well, don't strain yourself lifting your laptop. It's not science unless you write it down. Well-known fact. Whatever. Just be ready for my signal. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zum Pool und müssen da wahrscheinlich ein paar Zombies reintreten. Ja, das kriegen wir wohl hin. Die hast du nicht in den Pool getreten, du. Ach so. Oh! Nein! Nix da, Bräutigam. Wir hatten den Bräutigam doch schon mal. Kann das er nicht ist der schon neue. Das ist traurig, dass die Frau sich so schnell neue Männer sucht. Tja, tot ist tot, ne? Kannst du einfach mal liegen bleiben? Wo muss man lang? Ja. Guck mal hier, Partygast, eindeutig. Oh, jetzt nicht mehr. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob wir hier rechts runter oder links runter gehen. Ach, die haben wir, glaube ich, nie geöffnet hier, ne? Ne, können wir nicht. Von der anderen Seite. Oh, hier haben wir noch was. Der Drecksjob. Wir nehmen den Drecksjob mit. Ach, hier. Hallo. I'm ready. Rav, you ready? I am good to go. Begin performing. Geht mal rein da. Hi, mit euch. Science. You just mean kick him in the pool, right? If you wouldn't mind. Rein da. Ich hab gesagt, rein da. Rein da. Aua, meine Gesundheit ist niedrig. Mit dir. Lass mich doch mal! Du musst da rein, yeah, yeah! Du musst da rein! Oh! Yeah! Das war nicht so gut. Nice one! Jo, soll da rein, hab ich gesagt. Rein! Da. Los! Da, geht. Da! Was? Wo bin ich denn jetzt gestorben? Wie? Wann? Help needed! Lass dich am besten sterben, hier ist zu viel los. Wodurch bin ich gestorben? Hier sind ganz schön viele da. Oh nein, ich bin im Pool gelandet. Ja, das ist unmöglich. Dann bist du gleich wahrscheinlich auch tot. Ja, ich hab so die Vermutung. Der Swamp, ach, Swampy Swamp. Der muss auf jeden Fall da rein. Holy shit, I need popcorn. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Oh ja, die vermisse ich. Da, wir haben's geschafft. Amazing. That was straight fire, beginning to end. Caustic X is pretty effective. Meet you back in the ballroom. I'm on my way there now. Okay, wieder zurück. Gut. Was ein Hin und Her. Warte mal, wir wollten genau die andere Seite nehmen. Ist genau.
Ein Militärmesser. Nagelpistole unten. Was kriegst du für witzige Sachen? Ja, weg mit der Heugabel. Wo musst du mir lang? Du solltest dir die Quest mal ausrüsten. Dein Körper ist weitergelaufen, obwohl du schon tot warst. Ich, oder? Nee, ich bin nee, schon nee. Tot? Nee. Hey, Ruff. Alles gut? You are hell on wheels, you know that? Fucking pleasure to watch. Will ich doch hoffen. I check back in with Hannah and everything's cool now. Thanks for your help. Ah, you're all right. I had fun. Reminded me of some of the mosh pits I've been in. Now I know it works. It should be simple to causticify a weapon for maximum melting instead of using acid. Until I do, though, here. To the victor, go the toys. Grand. Yeah, I'll happily take that for a test drive. I'll head back to the canals and apply what we found here. We're all in an arms race now, and we have to win it. Oh, eine Mutt. Und eine Bombe. Jetzt spielt hier Mucke? Ja. Boah, ja, verarsche. Das ist ein bisschen traurig. Das hätte so witzig sein können. Ich meine, das ist zwar nicht meine Musik, aber es hätte trotzdem witzig sein können. Na gut. Aber wir haben hier halt noch... Wir haben hier noch 4 Tresore, aber keine Ahnung, wo... Ah, naja, gut. Ab zurück. Entschuldigung, ich tanze gerade. Das war eine Frage. Ja, Entschuldigung. Ich muss Sachen loswerden. Dachchen. Guten Tag. Nix damit, guten Tag. Ich kriege hier keinen guten Tag. Schlüssel! Schön! War das? Der Nein, das war nicht der. Der ist für hier oben 100 Pro. Ja. Militärarzt. Ja, enttäuscht mich auch ein bisschen, vor allem, weil mein Rucksack voll ist. Na gut. Ja, dann ist jetzt die Frage, wollen wir doch nochmal zum Pool gucken, jetzt wo die Quest abgeschlossen ist, ob da sich eventuell ein Special Kotzi gespawnt hat? Mhm. Können wir machen. Aber ich gehe tatsächlich eher von Nein aus. Ich gehe auch nicht davon aus, aber man kann ja trotzdem mal schauen. Oh, die Musik, ne? Die ist schon hart witzig. Meine Waffe ist kaputt. No. Dann mach ich die nächste jetzt auch noch kaputt. Hier ist keiner. Ist gar keiner. Das ist doch Kacke. Das ist doch einfach nur Scheiße. Na gut, dann müssen wir irgendwann wieder zurückkommen. Dreckiges Dreckscheißzeugs. Gut, auf zur Reisestation. Wo ist denn die? Immer mehr nah. Jetzt müsste es dir eigentlich auch wieder angezeigt werden. Der gelbe Punkt zeigt zum schnellsten Punkt. Ach so. Mist, ich komme nicht über den Tisch drüber. Aber ich glaube, was hier Schließfach 33 angeht, muss ich glaube ich wirklich googeln, wo wir das finden können. Ja, ich glaube auch, sonst finden wir das nicht mehr. Weil die waren ja alle einfach nur hier irgendwo hingelegt. Au! Naja, du mich auch, Screamo. Altes Screamo-Letter. Das Schwert, warte mal, ich muss mal was anderes loswerden hier. Genau über uns hier haben wir noch Dingen. Über uns? Ja. Müssen wir da noch irgendwie hochkommen? Was machen Sie denn hier in der Ecke, Mr. Geiermann? Sterben. Ach so.
Aua, au. Ah. Aber irgendwann werden wir ja eh nochmal hierher zurückkehren. Dann können wir das auch dann machen, würde ich sagen. Können wir machen. Ernsthaft jetzt? Blöde Alte. Oh, warte mal, guck mal her. Och, nicht schon wieder. Oh, okay, du, hinter dir. Oh, Malmö. Tschüss, Malmö. Oh, der hat eine Pistole verloren. Boah, ich finde hier nur guten Schrott. Das ist ganz schön böse jetzt. Oh. Und? Ah, ich habe zwischendurch auch einen Revolver gefunden. Wo habe ich den denn her? Komm, dann mache ich den alten Revolver weg. Und... Ah, hier geht's noch die Etage höher. Wenn du hier einfach durchläufst. Warte, wo bist du? Ach, hier. Vielleicht ist der Schlüsselinhaber hier einfach kurz davor. Das fände ich ja, nice. Hier waren wir doch, als wir die Alte da... Ja, yeah, genau. Was ist das denn? Oder hier irgendwo? Sie sind nicht der Schlüsselbesitzer, oder? Ah, nee, aber meine Waffe ist kaputt. Oh, oh, hat die mich erschreckert. Nein! Noch eine Waffe. Wo denn? Hier. Wo, wer und wie? Liste. Improvisierter Hammer. Na komm, weg damit. Jetzt bist du überhaupt in den Seitenraum drin gewesen. Weil ich geguckt habe. Hier ist ein Safe. Aber So, wir wollten wohin? Ja, eben, genau. Oh, Sprengi! Los, spreng schon! Hat nicht so gut geklappt. Oh no, Doppelsprengung! Ja, boom. Leichenbombe? Oh, Hallöchen! Ja, haben wir nicht. Natürlich haben wir das nicht. Nee, keine Ahnung, wer hier den Schlüssel haben soll. I don't know. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach, da, hinter mir. Ich kann echt nicht... Also, das ist ja furchtbar hier. Das ist furchtbar. Meine Schießkünste. Die nicht vorhanden sind. Aufs Fressbrett. Ja, keine Ahnung. Wir, von mir aus können wir runter. Ja, ja. Du bist ja schon wieder hier drin. Ich bin immer da drin. Ja, das merke ich. Guck mich da halt gerne um. Also hier ist noch ein Special Infected. Noch ein Safe. Kein Special Infected. Nee, nee. Nö. Nichts Specialiges. Alles dieselbe Scheiße wie immer. Wo ist der Proteinriegel auf dem Klo? Schade. Na gut, dann gehen wir jetzt aber wirklich mal zurück. Au, au, au. Putzel mir eine.
Wenn dir das Spaß macht, warum nicht? Wo bist denn du? Folge dem gelben Punkt. Ich folge aber lieber dir. Gerade kannst du beides machen, weil ich auch nur dem gelben Punkt folge. Wo müssen wir hin? Ich gucke erstmal auf die andere. Wow, ein Treppenhaus. Cool. Wo denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade eingesammelt und komme wieder. Okay. Ja, ich würde sagen, gehen wir erstmal zurück nach Venice Beach. Ja, ich muss verkaufen. Ja, eben deswegen. Ich muss mein Inventar auch ausleeren. Dass wir nur verkaufen gehen und dann haben wir noch zwei andere Orte, wo wir noch Nebenquests haben. Ganz viel verkaufen, mein ganzes Inventar ist voll. Zombie-Varianten haben übrigens Resistenten oder Schwächen gegenüber bestimmten Angriffen oder Schadenstypen. Ach, wirklich? Ja, deswegen sage ich dir das. Falls du das vorher noch nicht wusstest, jetzt hast du meine Info. Ja. Immer dieser Ladescreen dazwischendurch. Ja, ändert nichts dran. Muss leider. Ja, das stimmt. Ist auch besser so, sonst würde es ruckeln ohne Ende, ja. Aber... Ey, du. Hola, Mr. Endlessmann. Wir müssen bloß mal gucken, was wir denn alles loswerden wollen. So, auf jeden Fall das kaputte Ding. Das kaputte Ding. Das kaputte Ding. DS 16. 15. 15. Beide super, ne? Schlagschiff. Verstümmeln, Kopfjäger, Bulldozer. Verstümmeln. Ah, komm, weg mit der Kacke. Die ist schneller, aber nur weil die... warum ist die denn stärker, obwohl die... Ach, weil da schon eine Mod drin ist, okay. Ich verstehe. So, dann nehme ich mir noch meine Sicherung mit. Und dann gehe ich nochmal in die Werkbank. Ja, machen wir so. Nice. Nice. Ja, also ich wäre soweit. Ja, same. Gut, dann porten wir uns wieder weg. Tschüss, Leute. Haben gern geholfen. Lieber erstmal nach Bel Air oder lieber erstmal nach Beverly Hills? Oh, mir egal. Dann gehen wir mal zu Emma. Auf zu Emma. Auf mal will sie ja wieder unsere Hilfe. Die kann sich auch nie entscheiden, die Alte. Nee. Du hast Michael getötet, nur weil er ein Zombie war. Ich wollte ihn doch behalten. Und ihn dann ausstellen und So. Gut, genug darüber. Ah, das Spiel wieder ein Stück funktioniert schon. Ich wollte gerade sagen, wir nutzen den Ladebildschirm einfach mal, um eine Aufnahmepause zu machen. Machen wir trotzdem, oder? Können wir machen. Aber Emma labert direkt. Was? Du bist schon da? Ja. Ich hab's noch nicht mal auf E gedrückt, deswegen. You can't get rid of me that easily. I loved these windows. So much light. Now I wish we'd bought a bunker. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.